Friedensaktion. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben auch damit begonnen, Frau Beck, da bin ich sehr dankbar, auf die unauflösbare historische Verbindung hinzuweisen. Und tatsächlich müssen wir, bevor wir, und das finde ich richtig zu Beginn, bevor wir auf das alles, was tatsächlich zu kritisieren ist, und meine 10 Finger, auch wenn ich 10 Punkte nachher habe, reichen nicht aus, um all das aufzuzählen, was tatsächlich kritikwürdig ist, und dahinter verbergen sich viele Einzelheiten noch, trotzdem auch die Wertschätzung dessen, was schon geworden ist, kurz zu Beginn stellen. Ohne diese Wertschätzung wird, ich habe das in einem Ihrer Anträge gelesen, Russland nur noch stärker nationalistisch und patrialistisch entscheiden. Ich finde, dass erfolgreiche Kritik, und wir wollen ja am Schluss tatsächlich nicht nur, dass die Kritik um Rechthaberei willen im Raum landet, sondern tatsächlich eine Veränderung bewirkt, funktioniert am Schluss nur unter Partnern und Freunden. Und zu einem gewissen Maß stimmt das mit dem, was wir als Beziehung zu Russland haben, überein. Für mich gibt es bei Freundschaft 2 Dinge, die das eine beste Freundschaft tatsächlich ausmachen. Und das ist, ein Freund darf mich kritisieren und mir wirklich alles sagen. Und die 2. Bedingung ist, dass er es dann auch tut. Und ein Stück weit ist es sogar aus Partnerschaft zu Russland, dass wir diese Dinge adressieren müssen. Aus dem Antrag von Ihnen, den Grünen, zitiere ich hierzu: Hinzu kommt, dass Russland sich seit langem eben nicht als gleichberechtigter Partner anerkannt fühlt. Und weiter hinten heißt es, Russlands Verlangen, wieder als vollwertiger Partner akzeptiert zu werden, ist daher nachvollziehbar. Wenn wir das ernst meinen, das mit der Partnerschaft und dieser Freundschaft, dann müssen wir auch vor Augen haben, was uns das bedeutet und das auch benennen. Deshalb wollte ich so beginnen. Einige Stichworte sind nicht nur die kulturellen Dinge, die wir lernen konnten und die uns schätzenswert geworden sind an der russischen Geschichte, an der Kultur, sondern auch die Stichworte von die Rolle, die Russland gespielt hat in unserer Wiedervereinigung. Oder die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist nicht das, worauf es bauen darf. Aber es sind 8,7% Anteil am Außenhandelsvolumen. Da ist das Stichwort die Ostsee-Pipeline. Da sind 6.300 Firmen dort tätig inzwischen in Russland. Die Modernisierungspartnerschaft haben Sie angesprochen. Da komme ich gleich noch drauf, die seit letztes Jahr zwischen der EU und Russland gilt. Darunter gilt es auch anzuerkennen, dass es eine gewisse Anerkennung, eine gewisse Stabilisierung unter Putin gegeben hat, ebenfalls aus Ihrem Antrag. Wir sind uns aber der Tatsache bewusst, dass die Transformation Russlands als Teil der früheren Sowjetunion in einen Rechtsstaat mit einer offenen und pluralistischen Gesellschaft eine gewaltige Herausforderung ist. Also das ist auch nicht etwas, was man gerade mal so am Wochenende macht. Ich glaube, das ist uns bewusst. Und dann die Mitgliedschaft Russlands im Europarat und damit deren Anerkennung, und jetzt können wir uns darauf beziehen, die Anerkennung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Unsere Rolle dabei ist, wir müssen unsere Stimme zusammen mit dem Europarat, dem gerade genannten, aber auch der EU, dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, und wir haben dort Dinge, die der genannt hat, und auch zu nennen, dass wir gerade mit Russland zusammen in der Korruptionsbekämpfung arbeiten. Weitere Zusammenarbeit seit dieses Jahr bei der WTO, die Welthandelsorganisation, zu der Russland beigetreten ist. Und jetzt die Missstände. Ich habe gesagt, ich will 10 nennen. Und ich kann sie trotz allem, obwohl ich länger reden darf als Sie, darf ich sie nur anreißen. Da ist das Defizit an Rechtsstaatlichkeit. Und in den Antworten, die Sie ja bekommen haben auf die große Anfrage, auf Ihre 87 Fragen, sagt die Bundesregierung sehr deutlich, sie ist besorgt über fortbestehende Defizite an Rechtsstaatlichkeit in der Russischen Föderation. Die Bundesregierung begrüßt trotzdem, dass der ehemalige Präsident, also Medvedev, die Mängel offen benannt und Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Defizite angekündigt hat. Die Bundesregierung wird Russland auch in Zukunft bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit unterstützen. Das heißt nicht, dass wir es trotzdem immer weiter betonen müssen. Der 2. Bereich ist dieser politische Einfluss auf die Justiz. Sie haben den einen Fall der Pussy Riots genannt, aber auch die Oppositionelle Taisa Osipov. Es sind so viele Einzelfälle, die zusammengemünzt ein deutliches Bild auf den Einfluss auf die Justiz geben. Und hier wieder ein Zitat: Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass bei der Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit in Russland Defizite weiter bestehen. Dass da also Stagnation ist, dass das so nicht bleiben darf. Ich glaube, Sie haben ausgedrückt, das können wir nicht weiter so laufen lassen. Die Einschränkung der Pressefreiheit. 4. Die Zustände in den Gefängnissen.
Da gibt es allerdings zwei Seiten. Man muss dann auch fair sein, dass Medvedev ebenfalls, Bundesregierung hat das zur Kenntnis genommen, einige Initiativen zur Humanisierung vorgeschlagen hat, angestoßen und auch in Gesetzesänderungen umgesetzt hat. Dann gilt es aber auch Einschätzung der Bundesregierung, dass in den Untersuchungsgefängnissen gravierende Defizite weiter bestehen in den Haftbedingungen. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat das sehr deutlich angemahnt, Anfang dieses Jahres im Fall Ananjew gegen die Russische Föderation. Fünftens, das repressive Demonstrationsrecht. Sechstens, die Behinderung der Opposition. Zuletzt bei den Gouverneurswahlen, wo viele Kandidaten entweder nicht zugelassen wurden oder behindert wurden. Die Parlamentswahlen letztes Jahr im Dezember sind unter massiven Behinderungen von Wahlbeobachtern gewesen, unter anderem Golos. Seit dem Amtsantritt von Präsident Putin sind zahlreiche Gesetze, die gegen die politische Opposition und die russische Zivilgesellschaft gerichtet sind, in Kraft gesetzt worden, oft in einem Hauruck-Verfahren. Die Bundesregierung bedauert, dass Parnas, die Partei der Volksfreiheit, also Russland ohne Willkür und Korruption, nicht als Partei registriert wurde und an den Duma-Wahlen nicht teilnehmen durfte. Siebtens, der starke Einfluss des Geheimdienstes. Achtens, habe ich aus meinem eigenen Hintergrund als Pastor in der Heilsarmee in einer Freikirche mitbekommen, wie Religionsgemeinschaften, die eben nicht nur russisch-orthodox sind, tatsächlich anders behandelt werden, benachteiligt werden. Dann das NGO-Gesetz 2009, um als so zu zitieren, wo kostenaufwendige bürokratische Pflichten auferlegt werden, sodass manche Organisationen einfach nicht arbeitsfähig sind. Und zehntens, und das nicht zuletzt, aber von mir zuletzt genannt, Verschleierung und Nichtaufklärung politisch motivierter Straftaten, wie zum Beispiel der Fall Magnitsky, sehr deutlich vor Augen führt. Ihre Frage 23 möchte ich kurz vorlesen. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Tatsache, dass es trotz des Einsetzens spezieller Sonderkommissionen und vielfacher Beteuerungen konsequenten Engagements nach wie vor keine Verurteilungen der Mörder von Anna Politkovskaja und Natalia Estemirova und ihrer Auftraggeber gibt? Und die Antwort der Bundesregierung ist eindeutig, und ich denke, die darf auch heute so im Raum stehen und von uns so unterstützt sein. Die Bundesregierung erwartet, dass diese und andere Fälle rückhaltlos aufgeklärt werden, und macht dies gegenüber der russischen Seite deutlich. Und ich will es hiermit noch mal mehr deutlich machen. Das sind 10 nicht nur Fälle, das sind 10 für uns existenziell wichtige Bereiche von gesellschaftlichem Engagement, von Rechtsstaatlichkeit in einem Land, wie wir sie in Mitteleuropa für selbstverständlich halten. Und deshalb gilt es, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und Forderungen auch nach Osten zu schicken, die da heißen, sich an die freiwillig, ich habe das vorhin ganz am Ende des Punktes 1 gesagt, sich an die freiwillig eingegangenen Verpflichtungen, die aus der Ratifikation des Europäischen Menschenrechtskonventions erwachsen, zu halten und diese vollständig umzusetzen. Dann die Hintergründe, die, der Fall Magnitsky, die dazu geführt haben, zu seinem Tod in einem rechtsstaatlichen Verfahren rückhaltlos und transparent aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Unabhängigkeit von Richtern sicherzustellen, die Unabhängigkeit und Transparenz der Justizbehörden zu erhöhen und uns das auch deutlich zu machen. Die Arbeit von Verteidigern sicherzustellen, eben nicht von notwendigen Dokumenten auszuschließen oder sie politisch unter Druck zu setzen. Die Unabhängigkeit der Medien zu garantieren und den politisch motivierten Missbrauch von Strafjustiz dagegen vorzugehen. Das heißt für uns, das waren die Forderungen, die wir nach Osten schicken, auch unserem Partner deutlich machen. Das heißt für uns in unserem Parlament, dass wir uns, da nehme ich ein Zitat aus Ihrem Antrag von der SPD, dass wir den neu gewählten russischen Präsidenten Putin an seinen Zusagen hinsichtlich der Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit, dem Aufbau einer unabhängigen Justiz sowie der Modernisierung der Wirtschaft, der staatlichen Verwaltung und des Bildungssystems zu erinnern und ihm unter Unterstützung bei der Umsetzung dieser Projekte anzubieten, wie es sich für Freunde und Partner dann auf unserer Seite auch wiederum gehört. Das heißt, den Fall Magnitsky weiterhin in bilateralen, also nicht nur jetzt hier von einem Podium aus, sondern in bilateralen Gesprächen mit Russland zu thematisieren und auf umfassende Aufklärung zu drängen. Weiterhin in bilateralen Gesprächen, vor allem bei den bevorstehenden deutsch-russischen Regierungskonsultationen, der russischen Seite deutlich zu machen,
dass eine gemeinsame Modernisierungspartnerschaft eben nicht nur auf wirtschaftliche Themen beschränkt sein darf, sondern nur als ein umfassender gesellschaftlicher Prozess unter Einschluss einer Entwicklung zu mehr Demokratie und, Thema von heute, Rechtsstaatlichkeit gelingen kann. Und die dritte direkte Forderung, die an uns auch geht und an unsere Auseinandersetzung im bilateralen und im EU-Rahmen, darauf zu drängen, dass Russland seine eingegangenen Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Internationalen Pakt für bürgerliche und soziale Rechte tatsächlich einhält. Ich komme zum Schluss mit dem Bezug auf meine Eingangsbemerkung, nämlich der zum Thema Freund oder Partner. Ich bin der festen Überzeugung, dass gute Freunde beim Wort genommen werden sollten. Und wo nötig, müssen wir sie daran erinnern. Hier und heute ganz offiziell mit unserem gemeinsamen Mund. Aber weiter in jeder einzelnen Begegnung, die da teilweise Regierungsebene ist, aber teilweise auch von einzelnen Parlamentariern und über die Medien. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Franz Tönnes für die SPD.